In der Frühphase des Christentums gab es weder ein Evangelium noch eine Heilige Schrift. Man muss sich das wohl so vorstellen. Du kennst doch Jesus. Was hat er zu dir gesagt? Hast du ihn begleitet? Und was dann? Stimmt, was ich da hörte? Christus. Bis zum Jahr 200 entstanden aber nicht nur die 4 Evangelien, sondern bis zu 50 von ihnen. Die Bibel fiel nicht vom Himmel. Sie ist gemacht von Leuten, die wussten, was sie damit erreichen wollten. Die Bibel, wie wir sie kennen, entstand erst 300 Jahre nach Christi Tod. 20 berief Kaiser Konstantin das Konzil von Nicäa ein. 300 der mächtigsten Kirchenmänner seines Reiches legten dort verbindliche Glaubenssätze und Dogmen fest. Nach wochenlanger Debatte einigen sich die Bischöfe. Erstens auf feste Dogmen, zweitens auf den Kaiser als oberste Kontrollinstanz. Kraft seines Amtes sagte Konstantin, Schluss aus, so ist es. Kaiser Konstantin nahm sich auch die Evangelien vor. Er sagte, welche er akzeptierte und welche nicht. Da gab es noch all diese anderen Schriften, die viele Gläubige liebten und lasen. Bis die Bischöfe sagten, du sollst nicht dies lesen, sondern das. Wollte man damals etwas mitteilen, das man als wichtig für die Christenheit erachtete, erklärte man es nicht im eigenen Namen, sondern im Namen einer Autorität. In diesem Sinne war das Petrus-Evangelium also kein echter Bericht, sondern eine Fälschung. War das Evangelium des Petrus eine Fälschung, dann sind auch die Evangelien von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes gefälscht. Wir wissen nicht, wer es verfasste. Aber man schrieb alles Matthäus, Markus, Lukas und Johannes zu, denn das waren große Namen. Es steht so gut wie fest, dass sie nicht von Matthäus, Markus, Lukas, Johannes stammen. Irgendwer schreibt dieses Evangelium und schiebt es Judas unter, um die Charaktere zu wechseln und die Spielregeln neu festzulegen. Die Bibel fiel nicht vom Himmel. Sie ist gemacht von Leuten, die wussten, was sie damit erreichen wollten. Da gab es noch all diese anderen Schriften, die viele Gläubige liebten und lasen. Bis die Bischöfe sagten, du sollst nicht dies lesen, sondern das. Wir wissen nicht, wer es verfasste. Aber man schrieb alles Matthäus, Markus, Lukas und Johannes zu, denn das waren große Namen.